Hallo und herzlich willkommen hier bei Guido Ludwigs Hypnose und Meditation. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute für diese Meditation diese innere Heilung und negative Energien loslassen. Vielleicht zu Beginn, dass ich wieder ein paar Worte erzählen darf. Etwas aus der Intuition, dem Raum, was durch mein Selbst zum Ausdruck kommt. Und danach, dass wir hineingehen in eine heilsame und beruhigende Energie. Hier und jetzt, in diesem Moment, könnten wir annehmen, was auch immer jetzt ist. Wir sind in diesem wunderbaren Sein und haben die Möglichkeit, all die Dinge zu erkennen, zu fühlen, zu spüren, es zu erleben. Doch wir alle haben Vergangenheit, haben Sorgen und Ängste für die Zukunft. Und da heraus macht es uns oft in der Seele, im Sein und in dem Inneren etwas aus. Diese Vergangenheiten sind starr. Sie sind gewesen, sie sind eine Konstante und vergänglich, wenn wir so wollen, ist die Vergangenheit tot. Doch wir holen sie mit unseren Gedanken, mit unserer Intuition und mit unserem Sein immer wieder in unser Leben, und das kann uns so viel ausmachen, dass wir vielleicht nicht so gesund sind. Sei es körperlich, sei es psychisch, seelisch. All das macht uns in unserem Sein eine Schwere, eine Last, die aus all der Schuld, aus all den Ängsten, aus den Erwartungen und aus den Pflichten von du sollst was sein, du sollst was werden, ein Schmerzkörper in uns installiert, der immer wieder leidet, der mehr und mehr und vielleicht absichtlich in die Dunkelheit geht. So entstehen dann auch die ganzen Geistesgifte, wie Geiz, Gier, Sucht, Habgier. Doch diese Befreitheit von all diesen Dingen können wir erlangen, wenn wir sie erkennen. Wenn wir erkennen, das ist Vergangenheit. Es ist ein Gedanke, es ist etwas, was in mir hochkommt und ich darf loslassen. Das einzige Leben, was wir hier und jetzt haben, ist dieser Moment. Ist das hier und jetzt? Ist dieser Atemzug? So komm an in diesem Moment. Sei vielleicht einmal nur für eine halbe Sekunde ganz präsent, ohne zu denken, ohne Vergangenheit und Zukunft Aufmerksamkeit zu schenken. So breite dich aus. Das Hier und Jetzt ist wie eine wunderschöne Rose. Sie kann so wunderbar für uns leuchten und riechen, uns in eine positive Schwingung und Glückseligkeit führen. Doch wenn wir in Vergangenheit und in Zukunft sind, wenn wir diesen Gedanken nachhängen, dann kann die schönste Rose vor uns blühen. Wir können sie nicht erkennen. So sei darin. Spüre, fühle, dass alles etwas Positives hat, etwas Schönes. So liegt in allem auch die Gnade. Das, was unser Herz vielleicht umarmt, ihm Geborgenheit, Güte und Hingabe schenkt. Als Kind sehnen wir uns so sehr danach, umarmt zu sein, geliebt zu sein, beschützt und in Geborgenheit. Doch ganz ehrlich, ist es jetzt anders? Nein. Wir sehnen uns unser ganzes Leben lang danach in Geborgenheit, in Güte, in Hingabe und
in diesem wundervollen Spüren und Fühlen einer Gemeinschaft zu sein. Wir wollen eigentlich nicht alleine sein, und ist es eigentlich mit Absicht. Denn wir führen uns oft in unserem Leben dahin, dass wir in Einsamkeit sind, dass wir uns zurückziehen, dass wir denken, so wie wir sind, sind wir nicht gut, dass uns doch eh keiner mag und wer braucht mich denn schon? Wer sucht denn meine Gesellschaft? Wer möchte denn mit mir etwas zu tun haben? Doch vielleicht da eine alte Geschichte. Ein Mann trug einst vor langer Zeit immer wieder jeden Tag 2 Krüge an einem Stock von einer Wasserstelle zu seinem Haus. Der eine Krug war perfekt und vollkommen. Der andere Krug hatte einen Riss, verlor meist die Hälfte des Wassers. So sprach eines Tages dieser Krug, der einen Riss hat, zu dem Mann: Warum nimmst du mich immer mit? Durch mich verlierst du so viel Wasser, kommst nur mit der Hälfte an von dem anderen Krug, der so vollkommen ist. Der Mann sagte: Du siehst nicht, was du Gutes bewirkst. Auf dem Weg von der Wasserstelle zu unserem Haus verlierst du Wasser. Ich habe Blumen, Samen dort gesät und jeden Tag wässerst du diese Samen. So sind durch dich wunderbare Blumen entstanden und sie erfreuen mich bei jedem Mal, wenn ich von der Wasserstelle zu unserem Haus laufe und du gießt sie ganz unbewusst auf diesem Weg. So soll es dir das aufzeigen, was in unserem Sein liegt. Was wir als Schwäche oder Negatives auslegen, kann für etwas anderes sehr positiv sein. Wenn Menschen in Geduld, in Hingabe und vielleicht nicht so schnell sind, so sind sie für andere Menschen ein Sinnbild für Güte, für das, was einfach in ihrem Leben nicht so vollkommen ist. Doch selbst sind sich diese Menschen das oft nicht bewusst. Und so dürfen wir uns so annehmen, wie wir sind. Von Grund auf sind wir nicht negativ. Wir sind positiv. Das Universum will, dass wir hier sind, und deswegen sind wir hier. Wären wir nicht erwünscht, wir würden nicht da sein und es wäre ganz leicht, dass wir gehen würden. Darum genieße diese Zeit. Sei in dem Rahmen, der dir einfach möglich ist. Aber auch darin gibt es Blumen, die wunderschön sind und einzigartig. Darin gibt es diesen Atemzug, der dein Sein erhält, der auch einzigartig ist. In diesem Sein hier und jetzt sich auszubreiten, in dem positiven Fühlen und Spüren, es schenkt unserem Herz, unserem Sein und unserer Gesundheit viel mehr Kraft, viel mehr Heilung. Die wahre Heilung kommt von innen. In einem gesunden Körper, so sagte es schon Paracelsus, wohnt auch ein gesunder Geist. Das heißt, desto wohler du dich in dir fühlst, desto mehr beeinflusst du dein Immunsystem, dein Körper, deine Schwingung, ja, allein schon ein Lächeln. Diese positive Energie, die nicht nur in deinem Gesicht liegt, nein, die auch in dein Gehirn und in jede Schwingung deines Körpers geht, sie kann so viel bewirken. Vertrau dich einfach einmal diesen Moment an. Sei die Hingabe an diesen Moment. Und wenn es nur eine halbe Sekunde ist, nur eine Viertelte, so wie es dir möglich ist, ohne Druck und ohne Ziel,
frei sein von Denken. Dieser Atemzug sein, den Körper zu fühlen und zu spüren und anzukommen. Wirklich anzukommen in deinem Selbst. So verblassen die negativen Gedanken. Kann die Unterstützung deiner Heilung bewirkt sein? Kannst du auf ganz positive Weise wirken, dass dein Sein, deine Seele, deine Psyche, dein Körper immer mehr heilen kann? Erwartungen, Ängste, Schuld und eine Vorgabe, dass wir so und so sein sollen, sie raubt uns oft die Energie. Darum lass sie los. Du bist hier und jetzt gut, so wie du bist. Und der Leid oder ja, dieser Schmerzkörper, er darf auch einmal loslassen. So ist dieser Moment, ist dieser Atemzug, ist hier und jetzt dieses Sein. Vertraue dir selbst. Sei in deinem Selbst wert. So wird dein Selbst immer näher mit dir verbunden und du kommst an. Ankommen mit dem Einssein mit allen und frei sein. Ich wünsche es dir und allen Wesen so sehr, dass Frieden ist. Frieden im Innen und im Außen. Das ist Heilung. Das ist positives Wirken. Das ist die Güte zu dir selbst. Vielleicht dürfen diese Worte ein bisschen in dir ankommen, können dein Sein streicheln und dir diese Geborgenheit, diese Güte und Hingabe schenken, nach der wir uns alle so sehr sehnen. Du bist wertvoll. Du bist erwünscht und du bist genug. Es darf jetzt einfach so sein, wie es jetzt ist. Wie soll es jetzt gewesen sein? Wie immer lege ich meine Worte auf die offenen Hände. Nimm bitte an, was du annehmen kannst und den Rest lass ziehen, ohne zu urteilen. So, lass uns nun hineingehen in eine befreiende und beruhigende Meditation. Möge sie für alle Wesen die Heilung bewirken, dass sie mehr und mehr unterstützt ist, dass die innere Schwingung positiv und in einem Einklang ist, dass wir selbst glücklich sind. Du kannst aufrecht sitzen oder liegen, tu bitte einfach so, wie es für dich gut ist. Ich sitze immer aufrecht, damit die Energie besser fließen kann, lege meine Hände meist offen nieder, damit auch hier schon Entspannung liegt. So werde ich jetzt die Klangschale anschlagen und lass uns mit dem Ton hinter den Augen absinken, immer tiefer und tiefer, immer mehr dahin, wo dein Sein in Beruhigung, in Frieden und in Gelassenheit verweilen kann. Spüre und fühle, wie der formlose Luftsturm des Atems an der Nasenspitze kommt und geht. Und dabei dürfen alle Gedanken, alle Sorgen und Befürchtungen einmal abfließen.
Es gibt den Anspruch an unser Sein. Es gibt das, so musst du sein, so musst du wirken und das musst du tun. Doch diese Dinge dürfen hier und jetzt einmal loslassen. Und du darfst wie dieses Einatmen frei sein und dich mit dem Ausatmen davon lösen. So spüre und fühle, wie entspannt deine Füße und Beine schon sind. Fühle und spüre, wie entspannt dein Unterkörper ist. So fühle und spüre, wie die Entspannung vielleicht langsam deinen Rücken hinaufkommt, bis zu deinen Schultern. All die Anspannungen, all die eingelagerten Energien dürfen abfließen. Du darfst dir die Erlaubnis geben, loszulassen. So spüre und fühle, wie entspannt deine Hände und Arme schon sind. Wie sich deine Bauchdecke mit jedem Einatmen ganz sanft hebt und mit dem Ausatmen wieder absinkt. Hier und jetzt ist Frieden. Hier und jetzt ist Beruhigung. So dehnt sich dein Brustkorb mit jedem Einatmen aus und mit dem Ausatmen zieht er sich wieder ganz sanft zusammen. Es ist gut so. Es ist gut so. So kommt die Entspannung über deinen Hals, in den Kopf. So spüre und fühle, wie entspannt dein Gesicht schon ist. So deine Stirn, die Wangen, die Nase, der Mund, das Kinn. Kann sich dein ganzes Gehirn und dein Denken entspannen. Es ist gut so. Hier und jetzt darf dieses Ankommen sein. All dein Leben, das vielleicht ein Streben ist, ein Erreichen müssen, ein Erfüllen. All dies darf hier und jetzt in dieser Meditation ruhen. Der Anspruch sinkt ab.
Vertrautheit kehrt ein. Als Kind haben wir immer so ein wunderbares Hier- und Jetzt-Gefühl. Ohne Absicht und Ziel. Und dahin darfst du wieder zurückkehren. Vielleicht hast du Vögel beobachtet. Vielleicht an einem Bachlauf gespielt. Dieses Erleben dieses Momentes. Diese Absichtslosigkeit. Hier und jetzt darf sie völlig beruhigt wieder sein. So kommt deine innere Schwingung zur Ruhe. Breitet sich eine Positivität aus, die aus deinem Selbst erscheint. Hier und jetzt ist um diese Meditation ein Gewitter. Ein Gewitter ist lösend. Es lässt all die Spannungen los. Befriedet Luft, Raum. Und mit den Regentropfen kommt dieser Frieden auf die Erde. So sei wie der Regen. Lasse los. Lasse los. Lasse los. Anspannung, Sorgen und Ängste. Sie schwingen oft so hoch, sind uns sehr im Bewusstsein. Doch hier und jetzt ist Frieden, ist Ruhe. Ist dir ein Ankommen in dir selbst. Wunderbar leicht. Und leichter. So ist's gut. So spüre und fühle dein Bauchgefühl. Es dir intuitiv hilft, deinen Frieden und deine Beruhigung zu erreichen, zu berühren und es zu sein. All das Negative fließt einfach ab. Es kann an dieser Beruhigung nicht anhaften, so du ihr keine Aufmerksamkeit schenkst. Sei Frieden. Sei Ruhe. Für dich selbst.
Spannungen lassen los. Die eingelagerten Energien, sie lösen sich. So ist uns Vergebung, ist uns das Lösen von Schuld ganz einfach möglich. Der Atem kommt, der Atem geht. Du weißt, dass du noch viel tiefer entspannen kannst. Noch tiefer. Noch beruhigter. Diese Beruhigung ist so eine wunderbare Erholung. Mach die Regeneration für deinen Körper, für deine Seele und deinen Geist viel mehr möglich. Sei in diesem Vertrauen. Sei in der Aktivierung deiner Heilung. So kannst du nun in dieser Entspanntheit verweilen. Ich bitte dir aber auch an, dass ich für dich nun von 3 bis 1 zurückzählen werde. Und mit jeder Zahl kannst du wieder mehr ankommen in einem entspannten und viel mehr beruhigten Sein. 3, 2 und 1. Ich öffne langsam meine Augen, erde mich ganz tief, grinse über meine beiden Backen, das setzt Endorphine frei und macht glücklich. Ich danke dir, dass du dabei warst. Sollte dir das Ganze gut tun und dir gefallen haben, dann gib gerne ein Like, einen Kommentar. Auch über ein Abo würde ich mich sehr freuen, dass das Ganze unterstützt, weiter tut und noch mehr Menschen davon erfahren. Alles darf so sein, wie es ist. Die Liebe ist in allem. Bis zum nächsten Mal. Dein Guido.